herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge Minecraft Skyblock. Genau, wie ihr seht, wir sind wieder auf unserer Insel und wir haben eigentlich nichts anderes als vorher. Das einzigste, was wir jetzt aber haben, ist Holz und eine Spitzhacke und Stein und einen Eimer. Und als erstes, was wir in dieser Folge machen, also das erste, was wir in dieser Folge machen, wird sein, die Spinnenweben abbauen. Ja, irgendwie wollen die, glaube ich, ne? Das dauert jetzt ein bisschen. Ja gut, irgendwie klappt's, ne? Egal. Wir holen uns mal kurz ein Schwert, damit dürfte es dann schneller gehen. Und ich denke, wir werden auch später noch ein Schwert brauchen, eventuell. Deshalb holen wir uns das jetzt einfach mal, ja, passt. So. Dann bauen wir jetzt den Stein hier ab. Den Stein, genau, den Stein, das Holz meine ich natürlich. So. Nachdem wir das getan haben, können wir nämlich dann direkt weiterbauen an der Insel, beziehungsweise weiterfahren erst einmal. Allerdings müssen wir noch das Laub wegmachen, weil wir noch ein Setzling brauchen und haben, weil wir noch keinen haben. So. Ja. Ja gut, wir bekommen keinen Setzling, das ist natürlich nicht so schön. Und ich werde gerade... Ja gut. Ja, Leute, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir da wieder. Es gab gerade technische Probleme. Ihr werdet es jetzt nicht unbedingt sehen, aber ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, das hätten wir wahrscheinlich gar nicht so unbedingt gemerkt, aber es gab gerade ein paar technische Probleme, deswegen habe ich kurz gecuttet. Und ich wurde in Skype angeschrieben und was weiß ich noch alles. Deswegen habe ich mich in Skype jetzt auch beschäftigt gestellt und soweit eigentlich alles behoben. Jetzt gibt es das normal, dass es keine Probleme mehr geben. Und wir machen jetzt weiter hier. Genau. Und wenn wir jetzt kein Laub, kein Setzling bekommen, haben wir ein Problem. Weil wir dann keinen Setzling haben. Jo. Jo. Ja gut. Ja gut. Okay. Läuft. Und wir werden wahrscheinlich gleich mal erst mal ins Nichts springen, vermutlich. Ich weiß, das ist eigentlich unnötig, aber obwohl nicht theoretisch, wartet. Ja. Ich hab mir jetzt mal... Ich brauche unbedingt ein Setzling. Okay, ich habe kein Setzling bekommen, das ist natürlich problematisch. Ich schreibe mal im Hut, wenn ein Setzling weiter. So. Bis dahin fahre ich mal weiter. So, wir bauen mal hier ein bisschen aus jetzt. Hallo, okay, das lässt spawnen. Ah ja, es gibt schon Spawn, läuft. Läuft. Läuft bei uns. Na gut, habe ich gesagt. Tausche noch. Achso, ja gut, ich muss hier hin. Lama Wolf gebe. Na gut. Na gut. Na, jetzt komm alle. Bring's noch. Okay, irgendwie wurde ich mir, glaube ich, ja, okay, 32.
bin in der Aufnahme. Weiß. Ja. Ey, jetzt mache ich auch noch Slash Up, Leute. Upsala. So, ich wollte eigentlich ES machen. Ja. So, der fragt mich hier gerade durchgehend Fragen. Läuft bei ihm. Und jetzt, wie ich Twitter stamme. Nein. Nicht wirklich. Leute, nein. Ich will nicht. Will nicht kaputt machen. Jetzt kaputt. Put gemacht. Es ist put gegangen. Also. So, was ich jetzt machen kann, ist so. So pflanze ich den Baum jetzt an, dann ja, setze ich hier außen rum. Als so und dann. So. Ich frage mal nochmal kurz Leute, wer was zu essen hat. Also wie gesagt, sorry wirklich nochmal für die Unterbrechung, vor allem auch wenn ihr es gar nicht gemerkt habt unbedingt, aber für mich war es ein bisschen kacke. Genau. Aber jetzt macht sie nichts mehr. Jetzt hat wer was zu essen. Ich brauche nämlich was zu essen. Und werde ich hier nämlich sterben und ich will nicht runterspringen, weil es wäre irgendwie nubig. Ich habe ja vorhin gesagt runterspringen, aber nee. Es wäre irgendwie richtig kacke, so runterzuspringen jetzt. Wir brauchen aber unbedingt. Also ihr merkt, in den ersten Folgen ist noch ein bisschen langweilig auf jeden Fall, das stimmt. Weil einfach, ich sag mal so, diese. Weil wir einfach noch nicht wirklich was bauen, so. Wir bauen einfach nur noch die Insel aus. Also einfach nur die Insel ausbauen und das ist halt nicht gerade wirklich das Interessanteste. Deshalb ist das auch nicht so interessant dann. Ja, deswegen. Und ich hätte jetzt gerne mal was zu essen von jemandem. Ich frage jetzt gerade mal nach, ob jemand was zu essen hat. So, 20. Ich kann jetzt theoretisch mal hier was anzeigen. Das wäre eine gute Idee, hier was anzupflanzen, so. Diamond King HD. Ja, das wäre wirklich eine gute Idee. Eventuell so. Probier jetzt gerade mal hier. So ein bisschen was anzupflanzen. So. Dürfte eigentlich auch klappen, soweit. So. Jetzt habe ich schon was angezeigt. Das ist gut. Gut, ich lege das hier mal wieder rein. Das brauche ich jetzt. Ah, das hier habe ich auch mal wieder reingelegt. So. So, theoretisch kann ich immer wieder meine Insel ein Stück ausbauen, weil umso weiter die ausgebaut ist, umso besser. Umso größer ist die wirklich und ich glaube gerade mal, hier ist Level. Ja. Aber wir sind jetzt Level 4 mit unserer Insel, das ist natürlich schon nicht schlecht. Also schon mal nicht schlecht. Das ist zwar nicht so gut, aber auch nicht schlecht. So, hier ist top. So, ja, die sind hier schon zum Teil Level 300. Ja gut, das ist natürlich, nee, Level 275, ja gut. Aber das können wir auf jeden Fall einholen. Wenn wir gut arbeiten, dann können wir es einholen. Hier, Level Platz 10, 74, also das können wir auf jeden Fall einholen. Und natürlich kommen wir, aber es geht uns ja auch nicht um die Top, natürlich wäre es cool. Aber darum geht es uns halt nicht nur. Ja, wir wollen hauptsächlich Spaß haben bei dem Ganzen. Und ich möchte natürlich euch ein Projekt, ein gutes bieten und wie ihr auch sehen werdet, gibt es eine Art Hexit, also ein Hexit-Projekt, sag ich mal. Wo ich einfach so ein bisschen alleine spiele. Hexit halt und ja. Genau. Luxus-Gamer, Fragezeichen. Ich frag den jetzt mal kurz, ob der eventuell was zu essen hat. Hast du gerade was zu essen? Für mich, Felsen?
Ja. Soll ich zum Spawn kommen? Gut. Okay. Okay, ich komme. Das Spawn. So. Bin am Spawn. So gut, jetzt haben wir natürlich das schon mal gemacht. Also, wir tauschen jetzt. Wir tauschen jetzt Essen. Ich bekomme jetzt Essen von ihm. Dankeschön, Herzchen. ja, also auch nochmal, wie ihr seht, es hat hier echt eine nette Skyblock-Community. Ich meine, man bekommt sogar Essen von denen geschenkt, also. Ja, wir TP'n uns doch dann mal wieder zu unserer Eisle. Ich habe gerade Anruf bekommen mit dem Handy und da muss ich kurz drangehen, deswegen habe ich auch gerade eben wieder kurz unterbrochen. Wundert euch darüber nicht, weil es ist, naja, wie soll ich sagen? Ich würde jetzt halt nicht unbedingt dann jetzt nicht drangehen, weil es ist einfach kacke. Und vor allem war es wichtig, deswegen bin ich auch jetzt drangegangen einfach. Ist eigentlich auch egal. Solange das Video weitergehen kann und so, macht das ja eigentlich auch nichts. Ja. Also das wollte ich euch nur sagen, dass ich gerade eben wieder kurz unterbrochen habe. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal irgendwas, sonst muss ich wieder unterbrechen. Aber das kommt ja nicht von der Videozeit irgendwie ab. Und natürlich werde ich auch während dem, sag ich mal, trotzdem werde ich natürlich deshalb während der Zeit nichts machen, sodass ihr es nicht seht oder so. Nee, ich warte dann immer, bis ich wieder in der Aufnahme bin, sag ich mal. So, jetzt werde ich natürlich erstmal noch kurz hier ein bisschen Zeug anbauen, sag ich mal. So. So, ich brauche natürlich noch zwei Karotten dazu. So, die kann ich jetzt hier anbauen und dann passt es, dann ist es perfekt. Dann habe ich mir jetzt hier sozusagen mein eigenes Feld erschaffen. Natürlich kann ich das nachher mal noch größer machen, aber jetzt erst einmal reicht es eigentlich soweit. Was ich jetzt gerne erstmal machen würde, wäre eine Spitzhacke, eine Steinspitzhacke. So. Das ist schön. Gut. Nachher können wir uns dann auch Eisenequip machen, wenn wir mal bei Folge 10 oder so sind. Da haben wir bestimmt auch schon mal ein bisschen Eisen. Also ich finde wirklich die Community hier sehr nett. Danke nochmal an Jan. Wirklich. Dankeschön. Ich weiß nicht, hat er noch was geschrieben? Dankeschön. Ne, da hat er nichts mehr geschrieben. Gut. Genau, Dankeschön auch nochmal. Also falls ihr mal hier drauf spielt, könnt ihr ihm auch sagen, das könnt ihr ihn bestimmt auch mal fragen. Der wird euch bestimmt auch was geben. Weil es ist, anscheinend scheint es so, also der und der Nexus Gamer scheinen anscheinend ganz nett zu sein, deswegen. Wenn ich mal nochmal irgendwas brauche, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder irgendwas brauche, die scheinen hier schon länger zu spielen oder so. Einfach muss ich dann wahrscheinlich nur noch die fragen. Und dann ist das natürlich schon sehr cool. So, jetzt. Ich baue mal wieder die Insel hier ein bisschen weiter aus. Was ich jetzt natürlich cool finde, wäre, wenn ich jetzt. Ne, ich lasse das hier jetzt mal nochmal stehen. Aber was ich natürlich machen könnte, wäre, ich könnte hier in diese Richtung das Ganze ein wenig erweitern, sag ich mal. Und dann hier. Ja, hier könnte ich nämlich dann nochmal sowas hinmachen. Und hier könnte ich noch eine Schicht hinmachen. So dass ich dann letztendlich vier Blöcke beanspruchen würde, weil das wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe 55 Abos. So. Raumfalze. Okay. Ja gut, also ich weiß nicht, das dürfte normalerweise jetzt. Na gut, hier passt, dann dürfte das hier. Okay. Ist ja jetzt auch im Video. Im zweiten Skyblock Video. So, wir wollen aber auch nicht zu viel Zeit mit Schreiben verbringen, sonst würde ich, ja, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schreiben. Also hätte ich irgendwie. Vielleicht schreibe ich nachher noch ein bisschen mit ihm, wenn das Video zu Ende ist. Vielleicht schneide ich da. Vielleicht nehme ich auch noch einen Teil auf und davon und tue es dann später einfach ins Video rein.
schneiden noch. Mal schauen. So, jetzt tue ich erst einmal noch hier so. Ups. So. Gut, jetzt muss ich natürlich hier noch so eine Art ich sag mal Fläche frei halten, damit ich, also ich muss halt noch eine Fläche frei halten, damit ich hier auch wieder anpflanzen kann. Ich werde schon wieder angeschrieben dort, aber ich glaube jetzt ja, okay. Nee, aber diesmal muss ich leider, diesmal muss ich zum Glück nicht unterbrechen. Muss aber ihm jetzt kurz antworten. So. Gut. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, wenn ich kurz das geantwortet habe. Das waren ja jetzt nur ein paar Sekunden. Aber gut. So, ich muss jetzt hier wieder, also ich werde jetzt erst einmal ziemlich viel Erde verbrauchen hierfür. Weil es einfach ziemlich, ich sag mal, wichtig ist, dass wir wirklich Essensvorrat haben. Und vor allem, wenn man dann wirklich so viel haben kann, nutzt man es doch auch. Also, wir haben halt hier dann wirklich eine Farm, da können wir auch zwischendrin immer mal was anderes anpflanzen. Das wäre dann kein Problem. Und das werden wir natürlich auch machen. Denke ich mal. So. So, genau, also, ja. Gut, was wir jetzt noch machen, ist ein bisschen Kobbel farmen und dann noch da außenrum abdichten. Und ehrlich gesagt, beenden wir die Folge auch gleich schon, denn ich denke, es sind jetzt schon circa so 15, 20 Minuten. Wir haben diese Folge eigentlich geschafft. Wir haben sogar Karotten bekommen. Obwohl, ich glaube, wir hätten hier sogar... Nee, wir haben keine Karotten. Das wäre cool. Das ist cool. Wir haben sogar einen neuen Rohstoff bekommen. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man wirklich so hier so eine Community hat, die einem wirklich was gibt. Natürlich, theoretisch wollen wir uns ja alles selber erarbeiten, aber wenn man sowas bekommt, dann nutzt man es natürlich auch. Also wir müssen ja jetzt, wir können ja davon auch nicht leben. Wir müssen ja jetzt immer weiter anbauen. Und wir werden es bei der Quest bestimmt später auch nochmal bekommen. Oder bei einem Erfolg, denke ich, irgendwie, sonst hätten die es ja auch nicht bekommen. Weil Shop gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Und deshalb, ja. Ist das natürlich schon sehr cool, wenn wir es jetzt schon haben. So. Gut. Gut, okay. Wenn wir irgendwann mal YouTuber auf einem Server sind, dann wird's natürlich auch ziemlich cool, weil das wird natürlich auch nochmal, sag ich mal, Promotion für uns selber bringen. Ich weiß nicht, warum ich mit euch jetzt gerade darüber rede, aber ich sag mal so, es ist einfach so, wenn man, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade damit anfange, aber es ist einfach so, wenn man irgendwann mal Promotion, also auf einem YouTube, auf einem Server YouTuber hat, auf so einem zum Beispiel, dann bekommen einfach richtig viele, also das ist ja nicht nur das Skyblock, aber das ist ja noch viel mehr, wie ich immer auch Weltwurst und so mache. Das heißt, hier spielen rund 200 Leute, 300 Leute drauf, durchgehend. Und, also halt nachts oder so, denke ich, aber ja. Aber es ist einfach ziemlich cool. Ja. Ja, das ist einfach auf jeden Fall sehr gut, wenn man Promotion bekommt, sag ich mal.
Weil wenn mein YouTube-Channel bekannter wird, das bringt auch was für mein eigenes Minecraft-Netzwerk dann später. Und ja, für TrueMC halt. Und das ist dann halt auch wieder eine Push, sag ich mal. Promotion. Und ja, das bringt da halt allgemein was. Und ja, das ist, ich weiß jetzt auch nicht, ich laber immer wieder die gleiche Scheiße mit, das bringt was, aber es ist einfach mal so, sag ich, weil man braucht auch Promotion, um überhaupt groß zu werden. Ich wurde jetzt von Anfang an nicht gepusht, aber ich habe halt vor, jetzt mich selber so ein bisschen zu promoten, damit, dass ich viele Videos mache, vielleicht ein paar mehr Abos bekomme, vielleicht dann irgendwann 100, 200 hab, dann vielleicht irgendwann mal YouTuber auf dem Server werde, auf irgendeinem, der ein bisschen größer ist, so Junior-YouTuber oder sowas auch von mir aus. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Jo. Mal grad mal schauen. Gut. Vermutlich wird dann morgen das erste Leben-Video kommen. Also am Samstag. So, also, ja, ich muss immer mal wieder nebenbei schreiben, weil ich einfach durchgehend, so gut wie durchgehend angeschrieben werde auf WhatsApp von dem Kumpel, sag ich mal, und jetzt, ja, genau. So, ich hätte gesagt, dass wir jetzt dann auch gleich schon die Aufnahme, also beziehungsweise jetzt die Aufnahme beenden, weil ich schätze, es sind jetzt schon 20, 25 Minuten und jetzt reicht das dann wirklich mal. Wir haben die Insel sehr viel erweitert, muss ich sagen, und das ist auch sehr gut. So, jetzt haben wir mal eine quadratische Insel. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Ja.